Hallola, meine besten Pokéfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über das Pokémon-Sammelkartenspiel. Wie ihr wahrscheinlich schon hier seht, handelt es sich diesmal um eine richtig geile Box, und zwar die Majestätertragen Kolossale Kollektion. Ihr seht hier neben dieser wunderbaren riesigen Kiste, also meine Hand ist da wirklich ein Mückenschiss gegen, seht ihr noch eine Viewbox. Lasst euch daran nicht stören, das ist eine gewisse Konstruktion, die ich gebaut habe, weil ich mal Bauwesen studiert hatte. Ganz klare Sache. Nee, aber diese Box ist so groß, dass ich sie auf meinen Schreibtisch einfach nicht komplett abfilmen konnte. Deswegen machen wir das so, damit ihr da auch alles seht. Also lasst euch nicht stören von der guten Wii U. Die Switch habe ich hier auch zu stehen. Ja. So, also, die Majestätertragen, kolossale Kollektion. Ein gewaltiges Set mit Gigastoß. Stark, schnell und einfach atemberaubend. Drachen-Pokémon sind schon lange Teil des Pokémon-Sammelkartenspiels und jetzt sind sie stärker denn je zuvor. Aha, ging ein bisschen komisch. Mit zwei wunderschönen holographischen Regenbogen-Pokémon-Gigs-Promokarten sowie einer überdimensionalen holographischen Regenbogen-Version von Dragoan GX verleiht dieses Set deiner Sammlung Drachenflügel. Also hier sehen wir nochmal, was alles drin ist. Wir haben einmal diese holographische Riesenpromo. Dann haben wir einmal das Setra King. Ah, ich zeig's einfach mal. Wir brauchen ja hier nicht drumherum eiern. Also, wir haben hier erstmal 8 Booster von Majestät der Drachen. Ja, richtig nice. Also das ist... Warte, wie viele sind drin? Das ist ein Viertel Display, oder? Waren da 32 oder 36 drin? Ne, 36 waren, glaube ich, drin. Na gut, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Die Range ist da. Dann haben wir einmal diese gigantische Dragoan GX-Karte in Rainbow Rare. Richtig nice. Dann haben wir hier einmal das normale Dragoran in der Rainbow Rare. Also man sieht es hier. Oh, einwandfrei. Und hier Setra King auch noch. Richtig geil. Und dann befindet sich da natürlich diese Codekarte und alles drin. Diese werde ich nicht vergeben, weil ich selber das Online-Spiel spiele, wie ihr vielleicht schon in manchen Videos von mir gesehen habt. Und da würde ich sagen, wir packen hier aus. Ich glaube, hier ist auch noch mehr drin. Ja, ein Poster ist ja auch noch drin, wie wir hier lesen können. Das sieht man hier an der Seite. Ein Poster ist auch noch drin. Da würde ich mal sagen, machen wir mal die Box auf. Diesmal bin ich ja hier richtig vorbereitet. Ich habe so eine Schere zur Hand gehabt, hätte ich diese Box jetzt hier nicht so einfach aufgekriegt. Aber wie ihr seht, es ist ja nur das Zeug hier drumherum. Das kann man ganz leicht einfach hier wegmachen. Tschüss. So, weg mit dir. Wir wollen dich nicht sehen. Oh, das ist eine Riesenbox. Also so eine große Box hatte ich noch nie aufgemacht. Das ist ja wirklich selbst für mich eine Premiere. Und ihr seid bei meiner Premiere dabei, wie ich Premiere feiere. Oh, mit dem Finger. Mit dem Finger. So, hier haben wir natürlich auch ein paar Kartenhüllen. Hier habe ich meine Deckbox. Ist ein Drache drauf? Ja, ich weiß. So. Alter, das ist ja eine Menge. Das ist ja eine richtige Menge. Wichtig hier zu wissen ist, das ist anders eingepackt als die restlichen Boxen sozusagen. Ich habe so eine auch noch nie aufgemacht. Deswegen... Ach so, ja. Oha. Guckt euch das mal an. Für Leute, die ihre Karten einschicken zum PSA Grading oder so, ist das, denke ich mal, eine richtig nice Aktion. Ist hier wie geschützt. Kann ich das hier jetzt einmal so groß nehmen? Oder wie muss ich das jetzt machen? Ich stelle mich dann immer so an. Versteht ihr? Ist immer so. Hä? Ich kann auch nicht sehen. Ich kann nicht erkennen. Ach so, das ist hier ganz oben. Meine Güte. Ja klar, dass ich da nicht spüren kann. Ihr seht. Ach so. Jetzt seht ihr hier schon mal Dragoan GX-Karte. Alter Verwalter, Drachenklaue, 70 Schaden für eine Energie. Den Gigastoß, den es nur einmal einsetzen kann, alle zwei Züge. Also muss dann sozusagen aufladen. Und dann den Drachendreher GX. Lege 3 Drachen-Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Bank. Ist auch ganz geil, da zählen ja auch GX und X-Karten und alles damit dazu. 250 KP ist richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Die muss ich gleich hier eintüten. Ja, man nicht umsonst hier die Hüllen zu liegen. Auch wie sich das mal anfühlt, der ist ja richtig edel. Also ist richtig geil.
Ich muss auch sagen, das Art gefällt mir so richtig gut von dieser Dragoran-Karte. Also es ist wirklich richtig nice. Ich leg's jetzt einfach nur mal so hierher. Man sieht's, ich weiß. Es liegt hier auf dem Fußboden im Prinzip. Aber naja, Not macht erfinderisch, nicht wahr? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die zweite Karte. Hier haben wir das gute Setra-King. Ebenfalls ein Drachen-Pokémon. Hier in dem Fall ist es eine Wasserkarte. Aber man sieht eben, der Verbrauch ist total gering. Wir haben einmal die Hydro-Pumpe. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an diesen Pokémon angelegten Wasserenergien zu. Heißt, eine Wasserenergie 60 Schadenspunkte. Zwei Wasserenergien 110 Schadenspunkte. Also ihr seht, da ist Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Dann haben wir einmal den Umkehrschub, macht 30 Schaden, tausche dieses Pokémon gegen eins auf deiner Bank aus. Ganz nice. Kann man sogar hier alles schön aufladen und so. Und der Mahlstrom fügt jedem Pokémon deines Gegners 40 Schadenspunkte zu. Ja, ist vielleicht ganz nice zum Revenge-Killen, aber sonst ist jetzt keine durchschlagende GX-Attacke. Aber, Alter, das Art, das gefällt mir auch wieder so richtig gut. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich finde ja diese Rainbow-Karten an sich und jetzt auch hier besonders die Drachen richtig edel. Also das muss ich hier jetzt auch, das muss man ja mal gesagt haben, das muss man definitiv ja auch eintüten. Waren immer diese Konturen. Ich liebe es, darüber zu fassen. Als ich das erste Mal eine Full Art gezogen hatte, das war noch zu XY-Zyklus-Zeiten, da hatte ich ein Ampharos gehabt. Und dieses Ampharos war Full Art. Und das war einfach nur, das hat sich so gut angefühlt, versteht ihr? Es hat sich einfach nur so gut angefühlt. Das muss ich jetzt mal überlegen erstmal, wie ich hier das jetzt alles rausbringe. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal diese ganzen Booster-Packs raus. Alter Verwalter, also das ist, so viele Booster-Packs mache ich so im Normalverlauf nicht auf. Aber hier seht ihr, mit 8 Booster-Packs haben wir hier ordentlich Stoff für ein Video. Das ist natürlich meine Codekarte, die werde ich euch nicht geben. So, und jetzt holen wir, ja, jetzt können wir die auch hier, wow, da kommt gleich das Poster mit rausgeschnippt. Diese Riesenkarte ist ebenfalls Rainbow Rare, hat auch solche Konturen, kann man hier vielleicht erkennen. Also, es fühlt sich wirklich gut an. Es ist, man kann nicht sagen zu, aber Leute, holt euch dieses Set, holt euch diese Box, fasst einfach mal über diese Riesenkarte drüber. Es fühlt sich einfach nur gut an. Und sie sieht verdammt hinreißend aus. Und sie ist so groß, dass man auch, wenn man Brillenträger ist, alles lesen kann. Ja, gut, hier könnt ihr nochmal umso besser sehen, was hier alles so abgeht. SM-Promokarte, wunderbar, wunderhübsch. Packe ich mal hier rüber. Die packe ich mal ein bisschen weiter runter. Alles schön in der Viewbox. Viewzeiten for the win. So, hier haben wir dieses Poster, was da beschrieben wurde. Das klappe ich hier einmal aus. Das ist natürlich auch wieder gigantisch. Ist ein Majestät der Drachen Poster. Ja, das ist selbst jetzt für meine Konstruktion hier einfach zu groß. Ich könnte es jetzt höchstens erstmal hochkant hier halten. Dann seht ihr auch noch den Rest. Also es ist auch noch ein Zenlong dabei und Tortonator und Zekrom und alles ultra krass. Majestät der Drachen. Das geht da richtig ab. Da müsste man im Prinzip sich einen Rahmen für holen und müsste das so richtig geil irgendwo aufhängen. Nur der Platz ist immer eine extreme Mangelware sozusagen. Und da würde ich mal sagen, Alter, es sind einfach sauig viele Booster Packs. Sauig viele. Hinreißend, oder? Es ist einfach nur hinreißend. Wir haben, jetzt müssen wir mal gucken hier, was wir hier alles für Cover drauf haben. Wir haben dreimal Dragoran. Wir haben zweimal Reshiram. Und wir haben dreimal Glurak. Die fühlen sich auch alle so schwer an, ey. Das ist ja Wahnsinn. So, ich würde das jetzt einfach mal hier an der Stelle so unterteilen. Dann würde ich sagen, wir machen zuerst mein Dude auf. Und zwar Glurak. Also hier stehen natürlich 10 zusätzliche Sammelkarten drin. Es sind 11 drin wegen der Energiekarte. Und das Set ist ein ziemlich gutes Set. Also ich bin immer ein Freund von, wenn hier Drachen-Pokémon insofern unterstützt werden. Ja gut, es steht hinten drauf, die sammelt die Drachenkarten, die sind jetzt schon so lange mit dabei. Ja, so lange sind sie nun noch nicht mit dabei, würde ich jetzt behaupten. Also aus meiner Sicht der Sache sind die noch nicht allzu lange dabei. Aber sie haben sich schon gut etabliert. Also ich glaube,
Lasst mich lügen, seit Schwarz und Weiß, seit dem Zyklus sind die mit dabei. Ist auf jeden Fall richtig nice. So, die haben ja auf jeden Fall eine Unlicht-Energie-Karte. Ich mach die mal hier, obwohl ich jetzt hier runter. Dann haben wir hier Milotic. Oha. Dragonier. Da könnte man schon fast Dragoran mitspielen. Amalia ist ebenfalls für Drachen-Pokémon ganz nice. Hier haben wir Wablu. Ein Knackleon. Ein Ratini. Seppa, da haben wir schon die erste Entwicklungsstufe von unserem Tetra-King. Flampion. Ein Siegfried Prisma. Holla, die Waldfee. Das ist meine erste Prisma-Karte. Das geht ja richtig ab. Was haben wir hier als Rare? Ein Kyurem Holo. Alter Verwalter. Das ist ja richtig krass. Was kann Siegfried überhaupt? Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Drachen-Pokémon und lege sie auf deine Bank. Ist ja richtig cool. Also, die beiden muss ich auch eintüten. Es tut mir sehr leid, aber die müssen wir auf jeden Fall eintüten. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da kann ich jetzt hier ganz entspannt den hier einfach reinmachen. Den lege ich mal hier rüber. Den Kyurem, den Dude, den lege ich mal in eine andere Ecke. Also er ist in Anführungsstrichen nur Holo. Aber das fällt mir trotzdem richtig gut. Den packe ich mal hier aufs Poster drauf. So, jetzt müssen wir natürlich hier immer ein bisschen Ordnung schaffen. Das sind natürlich ziemlich coole Karten, auch mit Flampion, also Flampivian. Das ist... Ich hoffe mal, wir ziehen den Flampivian, weil das Pokémon mag ich eigentlich auch ziemlich sehr. Ziemlich gerne mag ich das. So, jetzt kommt Dragoran. Jetzt kommt Dragoran. Passt auf. Jetzt kam Siegfried. Die Prisma-Siegfried-Karte. Jetzt geht's natürlich richtig los. Ein was muss ich nebenbei auch noch sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Gate to the Games. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die haben mir diese Box hier zugeschickt. Das ist wirklich ein Segen des Himmels, diese Seite. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Dort gibt es alle möglichen Pokémon-Booster, ey. Das ist richtig, richtig übel. Natürlich auch diese Kollektion hier. Ach du großer Gott, was hab ich denn hier gemacht? Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die haben echt nice Sachen. Nicht nur Pokémon, sondern auch andere Sammelkartenspiele wie Force of Will, Yu-Gi-Oh! Ich glaube so Dragon Ball haben sie auch, dieses Dragon Ball Supercard Game. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, das hier ist ja das Wichtigste, das Allerwichtigste. So, geht's mal weiter hier im Schnitt hier. Zack, da haben wir eine Stahlenergie. Dann haben wir nochmal Dragonier. Dann haben wir Morlord, der ist ja mal richtig übel. Dann haben wir Zygarde, nice. Und der ist gerade mal ankommen. Hilfe. Ein Felino. Süß. Dann haben wir hier einen Knackleon. Ein Seppa. Dann haben wir hier einen Wablu. Ein Molunk. Feuerenergie. Reverse. Mhm. Und Lopakolo. Heuiuiui. Die sieht aber auch schick aus. Mann, ey, ich könnte hier alles eintüten. Selbst die Feuerenergie-Karte gefällt mir so gut. Ey, das ist ja Wahnsinn einfach nur. Ja, ich würde einfach mal sagen, aus Gerechtigkeit bringe ich Logok auch hier in so eine Hülle rein. Ich habe genug Hüllen, also kann ich auch hier mal die ein oder andere Holo-Karte reinmachen. Die Reverse, die lasse ich eigentlich... Ja gut, die könnte ich jetzt hier irgendwo draußen liegen lassen, aber der Vollständigkeit halber packe ich die trotzdem immer wieder rein. Ja, das Booster habe ich natürlich hier richtig zerstört. Das ist die Aufregung. Leute, das ist einfach nur die Aufregung. So, jetzt machen wir mal Reshiram auf, würde ich sagen. Reshiram, das legendäre Feuerdrachen-Pokémon. Das erste wohlbemerkt Feuerdrachen-Pokémon. Legendäres. Ist ein richtiger Dude. Ja, mit dem habe ich schon so ein paar Kämpfe hinter mir. Ein paar. Aber nur ein paar. Ui, was habe ich hier? Ja, man darf nie falsch rum aufmachen. Das nimmt die ganze Spannung raus. Ist ja trotzdem aufregend, ja, was hier uns alles so erwarten kann. Wir haben hier wieder eine Unlichtenergie. Glutexo, nice. Mir gefällt das Art auch richtig gut. Flammoff und Feuerstampfer. Ja, das ist immer ein Feuer-Pokémon, da verbrutzelt man immer jegliche Karten im Deck. Und dann hat man natürlich so richtig Acceleration. Ist immer eine klasse Sache. Hier haben wir Tartini, jetzt könnte man schon unser Dragoran im Prinzip spielen im Real Life. Wenn auch, naja, so mehr oder weniger. Das machen jetzt aber zwei verschiedene Tartinis. Das gibt immer ist nur mit Wickel und dann... Alter, was ist denn hier los? Wir haben Siegfried und Trickelfalo auch noch Holo, lol.
Jetzt haben wir unsere zweite Prisma-Karte. Das ist ja mal richtig krass hier. Jetzt haben wir schon zweimal den Siggi. Naja, kolossale Kräfte für Drachen-Pokémon halt. Da ist so ein Siegfried schon mal wahrscheinlich. Aber mir gefallen die Prisma-Karten auch richtig gut. Man darf, glaube ich, auch nur eine Prisma-Karte im Deck haben. Wie man das handhabt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich mische hier jetzt den ganzen Schmarrn auch nochmal. Und jetzt machen wir den zweiten Rechenschirm auch noch auf. Komm, jetzt haben wir hier einen Siggi drin gehabt. Das wird nur besser. Das wird nicht schlechter, das wird immer besser. Immer weiter, immer höher, immer weiter. Plus Ultra. So, komm, komm. Come on. Ja, also Zerstörung, das muss man einfach mal machen. Manche Packs, die kriegt man leider nicht vernünftig auf. So, in letzter Zeit habe ich auch so meine Probleme, die Packs aufzumachen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Probleme auch habt. Ich habe auch so hier, guckt euch das mal an. Ich sage, ich rede von Ordnung und lasse hier selber alles liegen. Ja, also erwartet nicht, dass ich hier damit klarkomme, Ordnung zu halten. Damit komme ich gar nicht klar. Damit komme ich überhaupt nicht klar. So, jetzt haben wir hier den Kartentrick. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. So, eine Kampfenergie. Heiß und fettig. Packen wir mal hier drauf. Der Wähler-Vulkanpark. Jedes Mal, wenn ein Spieler zwischen deinen Zügen eine Münze für den speziellen Zustand Verbrennung wirft, verliert jener spezielle Zustand seine Wirkung nicht. Oha, also hast du definitiv deinen Burn, egal was du machst. Rettungsring. Nicht für Wasser-Pokémon, vielleicht ganz nice. Das ist ein Text, was wir eben schon mal hatten. Hier haben wir Lusardin. Damit ist Lusardin GX auch besser spielbar, finde ich, weil jedes Lusardin GX im Spiel 20 KP mehr erhält. Und man muss es natürlich nicht entwickeln. Das heißt, es geht relativ schnell, sag ich mal. Hier ist Kanimani. Das Art erinnert mich irgendwie an alte Karten. Er fragt mich nicht, welches Set, aber irgendwie. Das ist von Smaragd auf jeden Fall. Das Art, das sehe ich. Weil ich da auch noch Kindwurms von habe. Hier haben wir noch einen Seeper. Hier ist das zweite Dratini. Das eine hat Wickel, das andere hat Speifertrümmer. Hier haben wir Shardrago Reverse. Und die seltene ist ein... Wow! Ein Glurak Holo! Ey, hier ist ja alles Holo. Das ist ja mal richtig übel. Und Shardrago ist auch... Also, ist ja immer... Junge, Junge. Das geht ja ab hier wie Schmitz Katze. Wir haben bisher in allem eine Holo gehabt, oder? Ja, wir hatten immer eine Holo drinne. Dann haben wir zweimal Siegfried Prisma drinne gehabt. Ja, aber ich glaube, Leute, ihr müsst mich mal aufklären über diese Prisma-Karten. Welchen Stellenwert nimmt eine Prisma-Karte in der Seltenheit ein? Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Es ist an vorletzter Stelle, wenn man den Kartentrick macht. Aber irgendwie zieht man sie auch, ich denke mal, nicht häufig, oder? Also wie ist da die Seltenheit? Kann man das vergleichen mit einer GX-Karte oder... Wie selten ist so ein Ding? Jetzt habe ich zweimal Siegfried. Vielleicht sind Prisma-Karten gar nicht so selten. Frage ich mich da. Also ich hoffe, dass sie selten sind, weil die eigentlich schon ziemlich nice aussehen. Man hat sich da eben schon richtig Mühe gegeben hier. Diesen Prisma-Zeichen von dem Cosma dran. Er leuchtet halt auch geil über die ganze Karte. Richtig nice. Also richtig nice. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss da noch einiges lernen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Oh, ich bin zu aufgeregt. Oh. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch lernen, was das für eine Seltenheit hat. Ich hatte mal so spaßeshalber auch gegoogelt gehabt, aber ich finde da mal nichts von. Ich bin kein Google-Profi. Ich habe nicht die gewünschte Antwort gefunden, sagen wir es mal so. Gewünschte Antwort habe ich nicht entdeckt. So, es geht feurig weiter. Die Feuerenergie. Hier haben wir kleinen Amphira mit Feuerring. Ist jetzt verbrannt und kann sich nicht zurückziehen. Das ist ja noch geiler. Hier haben wir nochmal Zigarde, die ankamen. Hier haben wir Seemon, die Zwischenstufe zu Setaking. Wir hatten ja auch schon Seepa gezogen. Mit der Hydropumpe ist im Prinzip eine schwächere Hydropumpe als Setaking. Aber kann man trotzdem, kann man mal einsetzen, kann man einsetzen. Hier haben wir das zweite Dratini mit dem Wickel. Hier haben wir Mediras, also scheint es hier auch ein Grandios drin zu geben. GX natürlich, gehe ich mal stark von aus. Hier haben wir Dratini. Kangama, ich glaube, das ist auch ein altes Art. Und mit Apportieren irgendwie, die Kangamas haben immer Apportieren. Mit der einen Karte ziehen.
immer Wablumen sammeln. Eine Reverse Dratini und die seltene ist Pyros letzter Widerstand in Holo. Alter, ist hier Holo safe oder was ist hier los? Ich ziehe hier mächtig viele Holos. Pyros letzter Widerstand. Ich glaube, in meinem ersten Majestät der Drachen Booster hatte ich auch mal Pyros letzter Widerstand gezogen. Da müsst ihr mal vorbeischauen bei der Latias Pin Kollektion. Ich glaube, da habe ich einen Pyro gezogen. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe es gezogen. Da müsste Pyro drinne sein. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Das würde mich sehr freuen. Natürlich, um es auch so nebenbei zu sagen, könnt ihr mich unterstützen mit einem Daumen hoch, falls euch das Video hier gefällt. Und falls ihr mehr sehen wollt von Pokémon-Karten, ich hoffe, ich kann in nächster Zeit mehr und immer mehr davon raushauen. Also mindestens so ein paar coole Boxen. Können wir ja mal aufmachen hier zusammen und dann mal gucken, was hier alles so Schönes drin ist. Das macht mir ja schon hier ziemlich Spaß. Das ist ja schon ziemlich gut hier, das Ganze. Also es ist ein sehr gutes Gefühl. Ja, ich höre mich so ein bisschen an wie... Ja, als wäre ich bei einer Massage. Aber es ist wirklich richtig gut. Einfach nur richtig fun. So, hier haben wir die Kampfenergie. Wir haben Tyrakrok mit Deckfäden. Oh je. Milotic. Dann haben wir Fornifras. Achso, da muss das aktive Pokémon verbrannt sein und dann kann man seinen schwelenden Atem machen. 120 Schaden. Also ich muss sagen, die Effekte sind jetzt über die Sets immer geiler geworden. Also die werden so richtig, man kann richtig viele Strategien raushauen, muss ich mal sagen. Das gefällt mir schon ziemlich gut eigentlich, weil sonst war das immer alles so ein bisschen plumbum angreifen. Aber das ist ja nun mal ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir hier Vibrava, wir hatten Knackleon schon. Da fehlt natürlich nur noch Libeltra. Hier haben wir Glutexo Reverse. Das ist ja richtig cool, die seltene ist ein Impergator Holo. Jetzt haben wir auch noch die letzte Entwicklungsstufe des Wasserstarters aus der Johto-Region. Mit der Springflut. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Wasserenergiekarten in deinem Ablagestapel zu. Mische jene Karten anschließend in dein Deck. Okay. Ist ein interessanter Effekt. Und dann kann man das ja natürlich zurückmischen, diese ganzen Wasserenergiekarten. Und man kann beliebig oft während des Zuges Wasserenergien in den Ablagestapel legen. Okay. Weiß ich nicht, ob das so spielbar ist. Weil, naja, mit dem Ablagestapel habe ich es nicht so. Aber schreibt mir auf jeden Fall, ob dieses Impergator spielbar ist. Es hat immerhin 160 KP. Aber ich glaube, gegen eine X-Tappe sieht so eine Sache immer relativ schwer aus. Weil diese GX-Karten einfach nur richtig heftig sind. So, jetzt haben wir noch zwei Packs. Die Hoffnung besteht. Werden wir es noch schaffen, eine GX-Karte zu ziehen, zusätzlich zu diesen zwei Rainbow Rares. Die sind natürlich richtig geil. Also, ich will sagen, selbst wenn man hier nichts rausziehen würde, nicht mal eine Holo, wird es sich diese Box im Prinzip trotzdem lohnen. Nicht mal deswegen, weil man eben viele Karten auspackt, also 8 Booster sind ja schon relativ viel, sondern einfach, weil man diese zwei Rainbows hat, mindestens. Das Poster ist ein nettes Gimmick noch dazu, damit habe ich eigentlich gar nicht so recht gerechnet. Muss man natürlich gucken, ob man dafür einen schönen Rahmen findet. Eine Feuerenergie. Dann haben wir den Vela Vulkanpark. Dann haben wir einmal Lapras mit der Hydropumpe und Aqua geschossen. Richtig cool. Chartrago. Knackleon. Dann die Beltra müssten im Prinzip auch noch ziehen. Gibt es die Beltra GX, frag ich mich gerade. Pirino, Dratini. Dann haben wir einmal Wablu. Dann haben wir Vibrava. Dann haben wir nochmal Vibrava in Reverse. Und die seltene ist ein Pyros letzter Widerstand Holo. Der ist ja richtiger Dude. Ja, also Feuer und Drachen-Pokémon scheinen ja ordentlich vertreten zu sein. Hier haben wir unseren zweiten Pyro. Aber ich glaube, wir haben hier safe Holos drin. Vermute ich mal, weil diese Packs auch alle so verdammt schwer waren. Ja gut, also es geht hier um minimale Grammzahlen, aber irgendwie so ein bisschen, ja, die haben sich so dick angefühlt und so schwer. Das war ein ulkiges Gefühl sozusagen. Vielleicht lag es auch daran, dass es einfach so viele Packs auf einmal in der Hand waren. Passiert mir sonst in dem Falle nicht. Wie machen wir hier das Pack auf?
Habe ich hier schon. Das will einfach nicht. Jetzt, dann muss ich es von unten mal probieren. Ich probiere es von unten. Ich bin sehr geduldig. Ich mag es eigentlich, ja, genauso. Genauso. Ich mag es nicht zerstören. Ich will es nicht zerstören. Ja, auf jeden Fall, Gate. Ich bedanke mich tausendfach. Ist ja richtig, richtig krasser Humbug. Richtig krasser Humbug. Dieses... Oh, wartet. Wartet. Wir wollen hier nicht verkehrt rum aufmachen. Wir sind keine 5 mehr. So, gut. Wir haben eine Psychoenergie. Fängt gut an. Fornifras. Fione, oho, Murmeln des Meeres. Wasser-Pokémon können nicht verwirrt werden. Ich muss sagen, Wasser-Decks sind eigentlich ziemlich stark, oder? Es gibt so viele Sachen für Wasser-Decks und Feen-Decks. Hier haben wir Flampivia, nice! Hitzeförderung, legt bis zu 3 Feuerenergiekarten aus deiner Hand beliebig an deine Pokémon an. Und Flampivi-Hände, wirft 4 Münzen. Fügt 50 Schadenspunkte mehr mal, pro Kopf zu. Holla, die Waldfee. Also Flampivian ist mein Dude. Flampivian, du bist der Dude. Hier haben wir Vibrava. Das stärkste aller Pokémon, Carpador. Oh, jetzt haben wir auch Mini-Ras gezogen. Flamiao. Bablu. Haben wir wieder Siegfried gezogen? Was geht hier ab? Oh, die Selten ist Mutalanta GX, what the fuck? Alter! Was ist... ist das ein geiles Booster-Pack, Alter? Guckt euch das an! Jetzt haben wir nochmal richtig losgelegt. Das ist unser dritter Siegfried. Ja, ich sollte eigentlich zuerst Mutalanta eintüten. Aber der Siegfried ist einfach nur unser Mann, ey. Junge, Hashtag Siegfried in die Kommentare. Let's go, Baby. Das war das letzte Booster der kolossale Kollektion. Hier haben wir Mutalanta. Wir haben safe immer eine Holo bekommen. Also wir gehen hier nochmal das Ganze gleich durch. Ich muss natürlich noch hier die Karten eintüten. Alter, let's go, Baby. Das ist richtig cool. Hey, jetzt krieg ich krieg's nicht mal rein. Die Hände, sie zittern. Sie zittern. Also ich habe eigentlich nicht mehr wirklich mit einer GX gerechnet. Aber da ist Mutalanta natürlich unser Mann. Hat natürlich immer eine Abhängigkeit zu Feuer- und Wasserenergiekarten. Wie wir sehen können. Jetzt müssen wir den nochmal angucken, den Dude. Wir haben hier Drachentransporter. Deine Pokémon im Spiel haben keine Rückzugskosten. Außer GX und EX-Karten. Ist natürlich richtig cool. Auch wenn man mit Evolutions-Pokémon spielt. Wir haben eine helle Flamme, wo wir 2 Energien auf den Ablagestapel legen müssen. 200 Schaden, richtig krass. Und der Flammenstrahl fügt ein Pokémon deines Gegners 120 Schadenspunkte zu. Ist ein richtiger Revenge-Kill oder auch ein Bankkill. Also mit 120 Schadenspunkten kann man schon richtig rausknallen. Heftig. Würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was wir hier so alles Schönes dabei hier haben. Wir haben natürlich alles eingepackt. Die Höhlen, die finde ich richtig schön. Selbst die glänzen. Es muss leuchten. Es muss glänzen. Versteht einfach die Botschaft. Hier haben wir Pyro. Dann haben wir Impergator. Ist natürlich alles Holo. Richtig krass. Hier haben wir den zweiten Pyro. Dann haben wir den Glurak gezogen. Ist richtig gut mit Feuerstoß. Und der resoluten Flamme. Fügt den aktiven GX und X-Karten 30 Schadenspunkte mehr zu. Moment. Fügt dem aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der GX und X-Karten, die er hat im Spiel zu. What the hell? Stellt euch vor, er hat 3 GX-Karten im Spiel, dann macht er einfach mal 90 Schadenspunkte mehr. Yo, kann man machen, läuft. Der landet Trikefalo. Ist auch ein richtig cooler Dude. 160 KP, Dunkelzerstörung, 120 Schaden. Richtig cool. Dann haben wir Logok. Ebenfalls den geilen Starter mit Feuerstrom. Lege eine Feuerenergie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. Diese Attacke fügt jedem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Ist nicer Chip Damage. Wenn er viele Pokémon auf der Bank hat oder auch entwickelt. Und die sind relativ schwach. Richtig nice. Kannst du nicht meckern. Dann haben wir hier Kyurem, ein legendäres Drachen-Pokémon. Mit Frostspeer 100 Schaden und fügt ein Pokémon auf der Bank 20 Schadenspunkte zu. Und dem Wutanfall. Je mehr Schaden das Pokémon hat, desto mehr Schaden haut's raus. Richtig gut. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Der Dude, Mutalanta GX, kann ich nicht so hinzufügen eigentlich. Hat nur 2 Rückzugskosten. Ist richtig cool. Feenschwäche, gut. Damit kann man leben. 250 KP, richtig krasser Dude. Jetzt haben wir hier
dreimal den Siggi. Alter, also, Alter. Ich habe nicht mit gerechnet, hier überhaupt eine Prisma-Karte zu ziehen. Ich habe gedacht, die sind äußerst selten. Vielleicht sind sie gar nicht so selten. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Die Regeln sind klar, nur eine Prisma-Karte im Deck. Ist aber richtig stark für Drachen-Pokémon. Also kannst du überhaupt nicht meckern. Und dann die zwei Gewinner der Herzen sind unsere zwei Rainbow Rares. Einmal Dragoran und einmal Seetraken. Richtig cool. So, für mich war diese Box mehr als worth. Weit darüber. Eigentlich muss es auch Böllen hierfür geben. Mal so nebenbei erwähnen. So, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Es ist äußerst lang. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Wünsche äußern möchtet. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, wer es bis hier zum Ende hin geschafft hat. Der Daumen, der ist oben. Der Daumen, der ist oben. Richtig krass. Gut, dann bedanke ich mich und wir hören und sehen uns bei einem nächsten Video. Also Leute, bis dahin und macht's gut, euer Xetra. Piu.